Hallo, liebe Kultisten und Kultistinnen! Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir haben ja vor kurzem The Last Bus gespielt, wo wir der Busfahrer in die Hölle waren. Heute spielen wir The Midnight Bus, wo wir anscheinend ein Fahrgast sind. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Game ist. Es sieht auf jeden Fall sehr stimmungsvoll aus, dieses First-Person-Horror-Game. Ich würde sagen, wir starten umgehend in den Horror. Los geht's. New Game. Bin gespannt, wo der Mitternachtsbus hinfährt. Aha, wir haben es kurz nach 12. Verdammt, ich bin ganz schön fertig. Ich hatte eine Doppelschicht und alles, was ich jetzt noch will, ist ins Bett gehen, wenn ich daheim bin. Und deswegen fahre ich mit dem Mitternachtsbus. Der Fahrer nimmt irgendeine Hinterroute. Es sieht so aus, als wäre es eine lange Fahrt. Alle Hauptstraßen sind wegen dem Schnee gesperrt. Deswegen drücke ich die Daumen, dass diese Kiste nicht einfach liegen bleibt. Bin wirklich ziemlich müde und fertig im Moment. Ach Gott, das wenn selbst in der Jorn steht, muss ich fast gähnen. Ach Gott. Gott, ich bin auch sehr müde im Moment, obwohl es noch relativ früh ist. So, wir haben es nach 1 Uhr, halb 2. Verdammt, was ist passiert? Das sieht stimmungsvoll aus. Sieht stimmungsvoll und cool aus. Wo zur Hölle ist jeder? Ja, das ist eine gute Frage. Wo zur Hölle ist denn jeder? Das ist mein kleiner Sitz, oder was? Mein Gott, ich kann hier mitten. Warum sitze ich denn eigentlich in der Mitte hinten? Okay, sieht wirklich, wirklich stimmungsvoll aus. Das taugt mir schon mal total. Ah, wir können das niederknien. Ach du liebe Güte, das ist das Wetter draußen. Da bin ich aber froh, dass ich hier mit dem letzten Bus nochmal gefahren bin. Da ist irgendein Ortsschild. Walmore City. Ich bin in Walmore City natürlich. Walmore City, let's go. Los geht's. Lalala. Hallo, ist hier jemand? Wo zum Teufel ist der Fahrer? Warum ist die Tür offen? Ja, der krasseste Schneesturm. Wo sind wir? In Kanada oder in Alaska? Ich höre nichts Gescheites. Es scheint nicht zu funktionieren. Was für eine Schrottkarre. Ich bin froh, dass überhaupt noch Licht hier ist. Liebe Güte. Du liebe Güte, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay, gehen wir mal raus. Ja klar. Ja klar. Genau hier muss der Bus liegen bleiben. Geilster Tag ever. Wirklich geilster Arbeitstag ever. Super. Habe ich mir wieder den besten Job rausgesucht mit meiner Doppelschicht. Okay, gehen wir mal nach da hinten. Was zur Hölle war das? Ich habe irgendwas gehört. War das ein Kreischen vielleicht in der Ferne? Okay, weißt du was? Weißt du was? Gehen wir einfach mal weit die Straße entlang. Könnte gefährlich sein. Du, ich glaube, das ist sogar absolut tödlich, wenn du hier ohne Winterkleidung. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja Winterkleidung an. Wir haben leider keinen Körper. Sondern das schwarze Abyss hier irgendwo rumstraucheln. Okay, gehen wir mal wieder ganz in Ruhe rein. Das ist richtig nett hier. Wirklich richtig nett hier. Was jetzt? Was jetzt? Das ist total blöd. Nein, wirklich, das ist total blöd. Oh Gott, das ist eiskalt hier. Ich sollte die Türen schließen. Okay, schließen wir mal die Türen. Hallo, Tür. Tür, ich befehle dir, zuzugehen. Tür, bin ein Herr und Meister. So, Tür ist zu. Okay, das sieht schon mal besser aus. Das sieht schon mal um einiges besser aus. Sieht schon mal wärmer aus. So kalt kann es nicht sein. Der Motor dampft schließlich noch. Wo zum Henker bin ich hier? Nein, wirklich, wo zum Henker bin ich? Bin irgendwo im Nichts in Walmore City. Vielleicht sollte ich aus dem Fenster schauen, um zu sehen, wo ich bin. Ja, du, ich würde sagen, irgendwo im Nirgendwo bin ich im Moment. Hey, muss ich mir das Schild da anschauen? Kann das sein? Kann das sein, muss ich mir in Walmore City nochmal anschauen? Ausschauen? Ja, klar. Hallihallo. Ich denke, da steht Walmore City, ja, sag ich doch. Wir sind in Walmore City. Wo immer Walmore City ist. Der Bus ist ziemlich niedrig, kann das sein? Hallo, hallo, ich bin irgendwo. Da hat was geklopft. Hallo? So, geht's noch? Irgendwas klopft da. Irgendwer klopft da. Hallo, hallo, hallo? Open up. I'm freezing my nuts Mach off. auf! Ich friere mir hier die Eier ab. Wie den Busfahrer ausgesperrt. Mann, du hast mich zu Tode erschreckt. Wer bist du?
Als ich nach draußen gegangen bin, war niemand zu sehen. Stimmt. Kommst darauf an, mach einfach auf und wir reden drinnen. Bist du der Busfahrer? Was tust du da draußen? Kannst du das nicht sehen? Wir stecken fest. Irgendwas stimmt mit dem Radio nicht. Ich schaue gerade nach Hilfe. Das sind die anderen Passagiere. Warum fragst du mich so viele Fragen? Lässt mich jetzt rein oder was? Ja, komm, ich lass dich rein. Lass ihn rein. Irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. So als wäre es nicht gut, ihn reinzulassen. Hallo? Er ist verschwunden? Ist er verschwunden? Irgendwas stimmt hier nicht. Will nicht nach draußen gehen. Schatten ist verschwunden, der da vorhin war. Hey, was zum Henker stimmt hier gerade nicht? Was zur Hölle ist das? Es kommt von oben an beim Bus. Oh Gott, seht ihr das? Oh Gott, da kriecht irgendwas. Nein. Da ist irgendwas über die Frontscheibe von oben nach unten gekrochen. Sag mal, spinnig. Was zur Hölle war das? Irgendwas ist über den Bus gerannt und vorne an der Scheibe runtergeklettert. Vielleicht war es eine optische Täuschung. Bin so müde, dass ich jetzt schon Sachen sehe. Nein, ich glaube, das ist echt. Es ist verdammt kalt hier. Irgendwas ist hier. Okay. Das ist nicht der Busfahrer, der da draußen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, liebe Kultisten, das ist nicht der Busfahrer. Vielleicht ist der beste Busfahrer, der auch über den Bus kriechen kann, oder das... Hey Mann, hörst du mich? George, kannst du mich hören? Kommen. Okay, das ist Funkgerät. Funkgerät, das vorhin überhaupt nichts angezeigt hat. Beobachte mich hier irgendwas? Ach komm, gehen wir ans Funkgerät. Okay. Nur Störung. Mann, wo bist du? Es ist super spät, wir haben einen Schneesturm und du bist der Einzige, der noch da draußen ist. Hörst du dich bitte? Ich will endlich die Station schließen. Hallo? Könnt ihr mich hören? Du bist nicht George. Wer bist du und wo ist George? Okay, George ist anscheinend der Busfahrer, George. Brauche Hilfe. Ich bin hier in diesem Bus und George ist der Fahrer, nicht wahr? Dude, was ist passiert? Wo ist George? Das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin eingeschlafen für einen Moment. Und als ich aufgewacht bin, ist diese Karre hier gecrashed und der Fahrer ist weg. Das macht überhaupt keinen Sinn. George würde niemals den Bus einfach so verlassen. Bist du allein? Sind da noch andere Fahrgäste? Nein, es ist nur ich. Glaube ich zumindest. Was meinst du mit, du glaubst es? Ich weiß nicht, Kumpel, aber irgendwas ist dort draußen. Hilf mir, bitte. Okay, beruhig dich. Vielleicht hat die Situation dich einfach extrem verwirrt. Kannst du sagen, wo du bist? Hast du irgendwas gesehen, was du erkannt hast? Ja, wir sind in Darkmoor City oder so. Ja, ich habe ein altes Schild gesehen, wo Volmoor City steht. Volmoor City? Was zur Hölle tust du da draußen? Das wüsste ich auch gerne. Okay, ich pack mich zusammen und organisiere ein bisschen Hilfe. Okay, Störung. Ach, komm schon. Irgendwas... Oh, der Scheiß. Der Scheiß, seht ihr das? Das beobachtet mich und hört mir zu. Da ist was. Da ist was, das mich anschaut mit leuchtenden Augen. Und es hört mir zu und jetzt ist es weg. Was zur Hölle war das? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da definitiv draußen. Ich bin nicht wahnsinnig. Ja, da ist wirklich irgendwas ist da draußen. Hallo? Das ist total blöd. Das ist total blöd. Ich dachte immer, die Deutsche Bahn wäre beschissen, aber das ist noch viel beschissener. Was knurren? Das knurrt mich verdammt nochmal an. Die Tür steht ein Stück offen. Mach die zu. Mach diese Tür zu. Nein, ohne Scheiß, mach die Tür zu. Die ein Stück offen. Ich glaube, die ist ein Stück offen. Das stimmt hier ganz und gar nicht. Gott, irgendwas atmet von da hinten. Alter, ich brauche Hilfe. Ohne Scheiß, ich brauche dringend Hilfe. Okay. Ja, hier rausgehen wir jetzt ganz blöd. Wir bleiben jetzt hier im Bus und verschanzen uns. Wir verschanzen uns hier im Bus. Da ist was. Ich habe Augen gesehen. Irgendwas beobachtet mich hier. Seht ihr diese Reflexion? Da ist irgendwas mit messerscharfen Zähnen, glaube ich. Kann ich das zumachen? Kann ich das ein für alle Mal zumachen? Nein?
Da draußen beobachtet mich. Hallo? Hallo? Was? Das will reinkommen. Das will reinkommen, das Ding da draußen. Geh zurück, geh zurück. Geh zurück von dem verdammten Bus. Ach du liebe Güte. Okay, okay. Irgendwas ist hier. Ist das Ding verschwunden? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist verschwunden. Versucht die Tür aufzukriegen, aber es hat die Tür nicht aufgekriegt. Das heißt, vielleicht ist es nichts. Nein, nicht schon wieder. Du kannst mich mal am After lecken, ohne Schmarrn. Ich lass dich eh nicht rein. Öffne und lass mich rein. Was willst du? Woher soll ich wissen, wer du bist? Du hast gesagt, dass das Radio kaputt wäre. Ich konnte mit jemandem an der Station reden. Du verstehst es nicht. Du musst mich reinlassen und ich muss sehen, ob ich den Bus reparieren kann. Das hättest du doch schon vorher machen können. Warum bist du rausgegangen? Sehr kluge Frage. Anscheinend haben wir diesmal den ersten, der ein bisschen Überlebenswillen hat und nicht sofort stirbt. Ich schon sagte, ich wollte Hilfe holen. Kannst du endlich aufmachen? Nein, wir fragen ihn nach seinem Namen. Wir wissen, der Busfahrer heißt George. George hieß der Busfahrer. Du bist der Fahrer, richtig? Was hat der Typ auf dem Radio im Radio gesagt? Wie ist der Name? Ich habe keine Zeit dafür. Das ist weggerannt. Was stimmt mit diesem Typen nicht? Du, das ist kein Typ. Mein Kopf bringt mich um. Ich muss eine Sekunde ausruhen. Okay. Ich bin fix und fertig. Habt ihr gesehen? Er ist, glaube ich, direkt vom Bus weggerannt. Also nicht die Straße entlang oder zum Fenster, sondern einfach direkt in die Pampa. Das ist definitiv kein Mensch, das Ding. Ich habe ja auch gesehen, wie der Krabbel. Vielleicht ist es einfach Spider-Man. Er könnte uns retten, aber so bringt's das nicht. Komm, ruhen wir uns aus. Ey, das ist ja wie in einem Horrorspiel, sagt er. Ja, so. What the Scheiß? Was ist das Ding vorne? Oh Gott, das Ding mit den leuchtenden Augen. Was zur Hölle, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich wirklich nicht bewegen, ich kann nicht aufstehen. Das krieg ich hier rein durchs so kaputte Fenster. Scheiße, das Ding kommt näher. Nein, steh doch bitte auf. Nein, das Ding kommt direkt auf mich zu. Okay, wir sind gefrickt. Hey Buddy, hörst du mich? Kommen? Hörst du mich? Over? Es war nur ein furchtbarer Albtraum. Aber es schien so echt zu sein. Okay, also das Ding will uns mit allen Tricks hier rauslocken. Ich sag euch, wie es ist, liebe Kultisten. Das Spiel, das hat eine ziemlich, ziemlich massiv coole Atmosphäre. Ich würde sagen, wir verschanzen uns hier im Bus. Wir suchen uns jetzt eine Waffe. Zum Beispiel unser Picknickpaket. Zum Beispiel eine Brotdose, unsere Picknickdose. Und alles, was hier reinkommt, das erschlagen wir mit der Brotdose und wir gehen nie wieder raus. Ohne Schmal, wir gehen nie wieder raus. Sucht euch schon mal die Farbe der Tapeten aus. Wir verlassen diesen Bus nie wieder. Ja, ich hör zu. Bleib ruhig. Hilfe ist auf dem Weg. Boah, das hilft mir. Danke, Mann. Ja, es ist ein anderer Fahrer da draußen. Er sagt, der Wind ist ziemlich stark. Deswegen wird er zu dir kommen, sobald er kann. Und er muss zu dir zu Fuß. Er gibt dir ein Signal mit der Taschenlampe. Deswegen halt deine Augen offen. Okay, ich muss gehen. Ich hoffe, du kommst an. Ja, das ist wieder die Störung. Ein Typ mit einer Taschenlampe. Ich hätte so gerne eine Taschenlampe und nicht diese flackernden Mistlichter. Die helfen mir nämlich überhaupt nicht. Die helfen mir halt so null in diesem blöden Bus. Also, wir müssen Ausschau halten nach einem Typen mit einer Taschenlampe. Verdammt, wie lange muss ich hier warten? Keine Ahnung, wie lange du warten musst. Oh Gott, das Licht flackert wie blöd. Das flackert wie blöd. Sind wir hier in einer blöden Bus-Disco? Ich höre ein Flüstern. Ist das real oder ist es nur mein Kopf? Ich muss von hier verschwinden. Ich weiß nicht, ob es real ist. Ich werde noch wahnsinnig hier drin. Wo ist das blöde Signal? Ich habe keine Ahnung. Wo ist das blöde Signal? Okay. Nichts funktioniert in diesem Bus. Wir können auch die Hupe drücken, dass man uns vielleicht hört, dass wir noch intelligent. Da ist das Signal. Da ist das Signal. Schaut euch an. Das muss die Hilfe sein. Ich sollte schon mal zur Tür gehen. Der Typ kommt. Der Typ kommt. Überhaupt kein Problem. Liebe Kultisten, wir sind gerettet wahrscheinlich. Wenn es der Typ ist, der war super schnell da. Beeil dich. Was soll ich mich beeilen?
Okay, ich beeile mich, überhaupt kein Problem. Störung? Scheint nicht zu funktionieren. Hä? Da kommt der Typ. Da kommt der Typ mit der Taschenlampe. Die Taschenlampe kommt näher. Die kommt. Nee, die kommt nicht näher. Ist das eine Falle? Wie so ein Tiefsee-Anglerfisch, der mich hier einfach nur verarschen will. Soll ich nach draußen gehen? Nein. Nein. Nein, wir gehen nicht nach draußen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Wir bleiben hier drin, bis der Typ mit der Taschenlampe da ist. Tja, kein bisschen gehe ich nach draußen. Hallo? Wo ist der Typ mit seiner Taschenlampe? Lass mich mal. Ich glaube, unser Retter wurde gerade gefressen. Okay, okay. Was passiert da draußen? Ich glaube tatsächlich, unser Retter wurde gefressen. Das ist jetzt ganz blöd. Das ist ganz blöd. Der wird uns auf keinen Fall weiterhelfen. Okay, okay. Ich muss sagen, dieses Game arbeitet mit so wenig, aber macht so viel draus mit den Soundkulissen. Und mit diesen, man ist im Bus eingesperrt. Das ist richtig cool gemacht. Ich höre was. Ich höre was. Ich glaube, mein Retter wurde gefressen. Hallo, hallo? Der Typ hat doch schon Feierabend gemacht. Sag mal, geht's noch? Machst du gerade Brotzeit mit meiner Hilfe oder was? Du Penner, du. Der hat den aufgenascht. Der hat den Typ mit der Taschenlampe aufgenascht. Ich hätte dich bevorzugt. Ernstiges Lammfleisch schmeckt nicht so gut. Hey. Ja, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich hätte dich auch bevorzugt. Das kann nicht passieren. Was habe ich getan? Es ist meine Schuld. Ich bin ein Feigling. Ja, werde ich hier sterben? Keine Ahnung. Wirklich? Bin ich wirklich zur Feige gewesen? Wäre es das Good Ending gewesen, wenn ich rausgegangen wäre? Aber da hat mich das Viech gefressen. Da hat mich das Viech einfach aufgefressen. Fertig. Okay. Wisst ihr was? Hey Hank, hörst du mich? Wir haben deinen Hilferuf gehört. Wir kommen. Wer ist denn Hank zum Teufel? Vielleicht war Hank mein Retter. Vielleicht war Hank mein Retter. Vielleicht war der so clever und hat nur Hilferuf abgegeben, bevor er gefressen wurde. Hallo, hallo, Hilfe. Hallo, hallo, helfen Sie mir vielleicht. Hallo, hallo, hier ist der kleine Gorniak. Der kleine Gorniak ist leider mitten im Bus eingesperrt in Sibirien. Verdammt. Ach Gottes Willen, das funktioniert einfach nichts. Ist das real oder spielt mir mein Kopf nur einen Streich? Nein, ich habe das definitiv gehört. Weiß nicht mehr, was ich mittlerweile glauben soll. Aber ich kann nirgendwo hin. Ich muss einfach an der Hoffnung festhalten. Ich hoffe, sie braucht nicht zu lange. Ich will nicht das Mittagessen für irgendwen enden. Ich auch nicht. Stehen zu bleiben wird die Zeit auch nicht schneller vergehen lassen. Okay, ich verstehe schon. Wir sollen uns anscheinend setzen, ha? Huh? Okay, setzen wir uns mal hin und warten hier auf Hilfe. Ich brauche nur einen Moment. Ja, ich brauche echt einen Moment. Eignen wir nicht, noch bin ich am Leben. Ja, vielleicht sind wir am Leben, weil wir gerade nicht rausgegangen sind. Diese verdammte Nacht scheint endlos zu werden. Wir haben es nach 3 Uhr. Ich bin so müde, sagt er. Okay, nach 3 Uhr haben wir es. Überhaupt kein Problem. Vielleicht schicken sie nochmal Hilfe. Hoffentlich diesmal bewaffnete Hilfe. Hilfe ist endlich da. Die Türen sind auf. Man hat die Türen aufgemacht. Wer ist die Hilfe? Ich muss raus. Und zwar jetzt. Da ist tatsächlich Licht da draußen. Ja, okay. Ich kann nicht mehr nach hinten gehen und mich hier verstecken. Ich muss jetzt nach draußen gehen. Du liebe Güte. Da ist er. Da ist jemand. Das ist ein Mensch mit einem Auto. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Hey. Genau da stehen bleiben. Wir sind die Forest Rangers. Du hast nach Hilfe gerufen. Bist du Hank? Nein, ich bin nicht Hank. Hank war wahrscheinlich der Typ mit der Taschenlampe. Nein, wer ist Hank? Der Fahrer? Ich glaube, irgendwas ist ihm passiert. Was meinst du? Halt deine Hände dort, wo ich sie sehen kann. Oh Gott, wenn wir in den USA sind, in Alaska oder so, werden wir jetzt wahrscheinlich erschossen. Ich hoffe nicht, dass wir erschossen werden. Hey, hör mir bitte zu. Wir müssen hier verschwinden. Hey Matt, kontaktiere mal die Station. Wir brauchen Unterstützung. Beweg dich nicht.
Was ist denn mein Problem? Bin ich das Monster? Bin ich das Monster? Sehe ich so schrecklich aus? Irgendwas ist hier draußen. Ich sehe schon der gute Mann, glaubt das nicht. Hä? Ich sehe nichts. Ach du Scheiße, seht ihr das? Verdammt. Da ist irgendein Ding auf seinem Dach. Das sieht absolut runtergekommen aus, glatzköpfig, mit langen Fingern und leuchtenden Augen. Wie krass. Was zur Hölle, verdammt. Ich hab's dir doch gesagt. Wir sind im Arsch. Ich glaube auch, dass wir im Arsch sind. Wenigstens haben wir eine Waffe. Gott, man hört noch die Schreie. Ja, und das war... Da schleift jemand. Wir werden weggeschleift. Ich atme anscheinend noch. Und irgendwas atmet auch noch. Das ist so krass, dass es noch weitergeht mit den Sounds. Ich schlepp mich weg. Aber jetzt ist ganz ruhig. Was heißt es? Konnten wir eventuell noch wegkriechen oder nicht mehr? Ja, liebe Kultisten, und da sind wir wieder im Hauptmenü. Das war die lustige Bossfahrt mit dem kleinen Gorniak, der eigentlich nur nach Hause wollte in Sibirien, aber dann leider von sibirischen Vampiren gefressen wurde. Schade. Wir wurden leider schon wieder von sibirischen Vampiren gefressen. Ja, das war The Midnight Bus, und ich muss sagen, ich fand das Game ganz fantastisch, weil viele Games, die beschmeißen dich ja mit Jumpscares, aber das war ein richtig, richtig cooles, atmosphärisches Horror-Game. Man hat nicht viel gesehen. Es gab diese Szene, wo er einmal eingebrochen ist und auf einen zugekrochen ist. Oder man hat gesehen, wie er von oben die Frontscheibe runtergekrochen ist und dann versucht er, die Tür aufzubrechen. Aber tatsächlich ist das Spiel nur mit Schatten und leuchtenden Augen ausgekommen. Und der Soundkulisse, die war fantastisch tatsächlich. Besonders dieses Heulen des Schneesturms. Und trotzdem noch die ganze Zeit dieses Klopfen im Bus und diese Schreie und diese Geräusche von draußen. Es war richtig, richtig cool gemacht. Ja, schreibt mir mal, ob ihr auf so atmosphärischen Horror steht oder ob euch tatsächlich die Jumpscares gefehlt haben und tatsächlich ein Monster zu sehen. Ich fand das Game auf jeden Fall ganz fantastisch. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo oder hittet die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Deswegen packt eure Fahrkarte in den nächsten Schrecken und mögen die großen Alten euch vor dieser Busfahrt beschützen. Bis dann, ciao.